Pfeifen auch herzlich willkommen bei unserer kleinen Reihe Tipps rund ums Pfeiferauchen. Heute wollen wir uns so ein bisschen damit beschäftigen, wie kann man Pfeifen, wenige oder viele, günstig, zweckmäßig oder auch komfortabel zu Hause verstauen, unterbringen, wie kann man das in den eigenen Wohnbereich integrieren. Darum soll es heute gehen. Gerd, als Anfänger ist es relativ einfach. Man hat eine Pfeife, zwei Pfeifen, die kann man in so eine Tasche reinstellen oder in der Schublade. Aber irgendwann, wenn man dann noch mehr Pfeifen hat, weil sie schön sind oder man wechseln möchte, hat man sehr viele Pfeifen zu Hause. Die Schublade quillt über. Es könnte dann zu Problemen in der Partnerschaft führen. Hast du da irgendwelche Tipps für Sammler oder für Pfeifenrauer, die viele Pfeifen besitzen, wie man die zu Hause aufbewahren kann? Ja, hier sollte man einfach mal auch die Fantasie spielen lassen. Also ich habe zum Beispiel einen Kunden, der hat sich einen alten Beichtstuhl, einen mobilen Beichtstuhl umgebaut und da hat er ca. 1200 Pfeifen drin untergebracht. Aha. Sehr originell. Es ist leider Gottes seit langer Zeit immer das Problem, es gibt Pfeifenschränke von 20 bis 120 oder 200, nur sie passen meistens nicht zur Einrichtung. Ja? Also, warum denn nicht hergehen und improvisieren? Nehmen wir mal einen Pfeifenraucher, der beginnt, der mittlerweile dann bei 10, 15 Pfeifen ist. Da wird es auch schon schwierig. Da gibt es Holzständer und die sind dann ein bisschen sehr rustikal. Und da gibt es zum Beispiel eine sehr schöne altbewährte Sache. Das ist eine sogenannte Pfeifenschlaufe aus Leder. Man steckt die Pfeife hier rein in die Schlaufe. So, dann kann man hier bis zu 15 Pfeifen aufhängen. Ja, das macht sich sehr schön an der Wand. Ja, wenn man mal bei 30 Pfeifen ist, dann kann man sich ein zweites Riemen. Hat man zwei Riemen, ja, richtig, oder ein dritter 45. Und die sind sehr schön dekorativ an der Wand festzumachen, kosten auch kein Vermögen, liegt ungefähr bei 29, 30 Euro, glaube ich. Schön. Ja? Also das wäre eine Möglichkeit. Die weitere Möglichkeit ist, das werden wir uns gleich mal jetzt hier anschauen. Und da sind die Pfeifenbraucher ein bisschen so von ihrer Fantasie her gefragt. Es hat jeder wohl vielleicht irgendwie ein altes Teil oder ist mit älteren Möbelstücken bestückt. Und da kann man natürlich auch wunderbar improvisieren. Das wollen wir Ihnen jetzt mal zeigen. Hier haben wir so einen typischen Pfeifenschrank, wie er im Handel oder bei uns angeboten wird. Schönes Mahagoniholz. Er bietet halt Platz für 24 Pfeifen. Das ist, nimmt an sich auch schon eine Menge Raum ein. Also 24 Pfeifen, die stellt man hier so rein. Da hat man noch zwei Schubkästen. Ja, eine, um irgendwelche Utensilien unterzubringen. Aber die Frage ist, wie fügt sich so ein Teil eben in die Einrichtung ein? Und es gibt nicht viele Hersteller dafür, weil natürlich auch der Bedarf nicht so groß ist. Also so ein Schrank sollte auch irgendwie zur Einrichtung passen. Ja, was sind wir hier also bei so einem Teil? Es muss extra Werkzeug angefertigt werden. Die liegen dann schon so bei 500 bis 2000 Euro. Ja, und man muss halt daran denken, 50, maximal 100 Pfeifen. Und die Überlegung ist dann, baut man das ganze, die ganze Einrichtung dann um den Pfeifenschrank herum. Das wird auch sehr kostspielig. Deswegen möchten wir Ihnen da auch mal so ein paar einfache Möglichkeiten aufzeigen, die jetzt nicht kostspielig sind. So, wir haben Ihnen hier mal ein bisschen was vorbereitet. Und zwar, das ist ein alter Elsässer Schrank aus dem frühen 18. Jahrhundert. Den benutzen wir als Ausstellungsmöglichkeit für unsere Humidore. Aber wir haben das jetzt mal ein bisschen ausgeräumt. Der stand auch schon mal mit lauter Pfeifen voll. So, und jetzt haben wir hier diese kleinen Pfeifenknechte, die viele von Ihnen kennen, diese Klappständer, die kann man mitführen und kann dann seine Pfeife unterwegs schön parken, ablegen. So, was spricht dagegen, nun diese kleinen Klappständer in einen Schrank, das kann ein alter Bauernschrank sein, das kann ein Spiegelschrank sein, den man ein Glas einführt. Ich denke, sowas hat jeder. Auch neuere Möbel sind hier durchaus zu verwenden. Und dann baut man seine Pfeifen auf. Dann denke ich mal an Sammlungen mit 200 Stück. 50, es kann auch ein kleinerer Schrank sein. So, und dann stellt man die Pfeifen hier rein. Das stellen Sie sich mal vor, das ganze Regal hier oben, alles gefüllt mit Pfeifen. Der Schrank kann
nur einen Meter breit sein oder ein kleiner Wandschrank, je nachdem. Also diese Möbelstücke gibt es, man muss halt einfach nur ein bisschen improvisieren und dann fügt sich das wunderbar in ein Wohnzimmer, in ein Arbeitszimmer und man hat dann eine sehr ansprechende ästhetische Lösung gefunden. Nun sind wir bei einem etwas anspruchsvolleren Teil. Zwar schlicht in der Ausführung, sehr rechtwinklig gehalten alles, aber doch sehr zweckmäßig. Es bietet Möglichkeiten für 4 Tabaktöpfe, gerade für Selbstmischer gut geeignet. Hier nochmal 4 und dann nochmal 8 Ablagemöglichkeiten für Pfeifen. Das ist nur mal ein Vorschlag. Man kann auch sowas sich selber bauen, entsprechend der Einrichtung. Nur die Erfahrung zeigt, dass diese Dinge meistens nicht ganz so billig sind, weil sie in Einzelarbeit hergestellt werden. Es soll nur mal eine Anregung für Sie sein, wie kann ich diese ganze Geschichte, Tabak, Pfeifen, Handhabung, die Pfeife griffbereit haben, die Pfeife entsprechend abzulegen und mich darauf verlassen zu können, dass ich sie nicht gerade gestern geraucht habe.